So, Leute, und damit einmal wieder herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Ja, in der letzten Folge. Es ist nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, würde ich mal sagen. Joa. Egal, ach nee, das war unsere Garage, ne? Ja. Kann man jetzt nichts machen. Ist halt so. Oh, warte mal, ich muss mal ein bisschen hier. So, das müsste so passen. So. Immer noch ein bisschen laut auf den Kopfhörern. Ja. So, fahre nach Hause. Warte mal, der hat uns gerade. Ja, wir haben eine neue Wohnung. Wir haben in der letzten Folge einen Mafia-Boss um die Ecke gebracht, sag ich mal. Mit Sprengstoff. Und das ist komischerweise nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Naja, wen hat's gewundert? Es war ein Plan von Joe. Ja. Naja. Oh, Scheiße. Naja. Ist halt so, ne? Da ist die Polizei. Haben wir irgendwelche? Ne, wir haben nur die Quest, geh nach Hause. Alter, seit wann werden diese Wagen so schnell? Huch. Jetzt habe ich wieder auf die Minimap geguckt. Weil ich habe es leicht blau aufblinken gesehen. Egal. So, wir sind gleich zu Hause. Wir wohnen in diesem wunderschönen Bonzenviertel. Aber hey, der kann, ne? Auch wenn das Geld eher fragwürdig verdient wurde. Aber wer bin ich schon? Ein Richter? Ich denke kaum. So. Uns hier mal ein bisschen an. War das unsere Radkappe? Tatsächlich. Ah. Hub mich nicht an. Das ist meine Straße, hier darf ich so schnell fahren, wie ich will. Das da, ne? Also. Richtiger Bauer, ey. So. Ach ne. Ich habe jetzt ein bisschen nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Wollen wir erstmal hier. Was haben wir denn da? Currypulver, okay. Erstmal hier was essen. Ah. Lecker Kaffee. Okay. Ist das unser. Nein. Das? Ja. Ja, welcher Vollidiot hat denn das Licht angelassen? Egal, gut. Bis morgen. Ist es schon morgen oder ist es Nacht? Es sieht ein bisschen aus wie Nacht. Es sieht aus wie Nacht. Es ist Nacht. Wer ruft? Wer ruft? Achso. Sah aus dem Augenwinkel anders aus. So, wer ruft an? Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das Nein. wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Toll. Ich will keinen Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Ja, okay, ich komm vorbei. Können wir Und machen. hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's.
Aber dein Freund? Er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Ja, dann laber doch nicht so viel rum, Alter. So, ich glaube, wir müssen uns anziehen. Und ich glaube, wir bleiben auch beim... Oh. Wann habe ich das denn gekauft? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt gekauft habe. Wo kommt das her? Ha. Gut. So. Ach so. Noch nicht repariert. So. Ah, der gute Joe. Ja, das war halt auf die letzte Folge gezogen, weil der gute Marty es nicht lebendig aus dieser Mission geschafft hat. Und niemand Joe versteht, dass er da so, naja, dran hängt oder beziehungsweise zusammenbricht. Dran zerbricht so. Ach, das ist ja direkt um die Ecke. Aber das könnte auch meine neue Stammkneipe werden. Obwohl. Nein. Aussteigen, Dreieck, so. Der gute Joe. Was gibt's denn da? Frühstück? Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben. Aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir die Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Martin. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die Scheiße gerade weg, bevor noch was passiert! Ach, Leute. Hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm ja schon. Nicht gut. Okay, der Wagen steht hinten. Unglaublich. Das musste ja... Was, bereit zu installieren? Aber ich... Hä? Ich spiele doch schon. Es gibt doch wieder nur Probleme. Mit der Karre? Ach, Leute. Ach, komm schon. Ja, das läuft ja super. Das wird auch nicht unbedingt besser. Scheiße. Ja, 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 ja. Scheiße. Das musste ja so passieren. Wir sind ja auch nichts anderes gewöhnt. Gut. Das hätten wir. Ich glaube, unser Kennzeichen haben sie sich nicht gemerkt. So. Polizei. Gut. Läuft. So. Oh, oh, oh. Der will abbiegen. Das habe ich nicht gesehen. Alter, was hat denn der sich für eine Karre angelacht? Das ist ein Schiff.
Oh, super. Naja. Dann fahren wir einfach mal rechtskonform. Ich bin echt gespannt auf Teil 1, wie die Neuauflage wird. Ich habe Teil 1 tatsächlich auch noch nicht durchgespielt. Ich habe mal angefangen, aber dann war irgendwie die Zeit nicht mehr da und ja, ne? Jetzt gammelt es auf dem Rechner vor sich hin. Leider. Weil es ja anscheinend ein hammermäßiges Spiel war. Ist. Wie gesagt, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Das, was ich bis jetzt gespielt habe, war echt top, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich kann allerdings auch die Leute nicht verstehen, die sagen, Mafia 2 ist kein gutes Spiel. Oder das hat nichts mehr mit Mafia zu tun. Also ich... Keine Ahnung, ich sehe hier Mafia, ich sehe hier alles, was ein gutes Mafia-Spiel braucht. Man hat jetzt zwar in dieser, ich sag mal, Open World nicht viel zu tun, also es gibt vielleicht schon einige Nebenaufgaben, aber auf die gehe ich ja in diesem Let's Play sowieso nicht so direkt ein. Also mir gefällt's, ich habe Spaß dran. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Ja, schieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, bitte. Und hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Oh Mann. Oh, ich glaube, die Mission kenne ich noch. Wir müssen zum... Müssen wir zum Schrottplatz? War das diese Mission, wo wir den Wagen einfach in die Schrottpresse platzieren, packen, wie auch immer? Ich glaube, der Schrottplatz... Entschuldigung. Ich glaube, der Schrottplatz ist andere Richtung, oder? Nee. Das ist der Schrottplatz. Ja, cool. Und hier drin ist es sehr neblig. Ich schätze mal, es liegt entweder an dem nächtlichen Dunst oder Abgasen. Ich bin mir nicht sicher, weil die damaligen Autos hatten ja, glaube ich, noch nicht entsprechende Filtersysteme wie heute. Ach, wir sind auch gleich schon wieder da. Gucke mal. Das ging ja jetzt flott. Ich hoffe, ich muss nicht wieder nach Hause fahren, ey. Man fährt echt viel von A nach B. Das ist ein kleines Manko an dem Spiel. Ach, gucke mal. Hier sieht es direkt anders aus, wenn kein Schnee mehr liegt. Ich wollte gerade fragen, was das ist, aber das war ein kaputte Kabel, ne? Huch. Huch. So. Mal gucken. Wollen wir das mal lieber schnell machen, bevor uns einer sieht? Ernsthaft. Gut. Würde ich sagen, ich nehme einfach mal den hier. Ja, komm. Kriegen wir hin. Wie war das noch? So. Und diese kleinen Features gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Also ich finde Mafia 2 eigentlich ein gelungenes Spiel. Ich hatte da damals schon bei Release, bei der Originalversion, echt Spaß dran. Ich habe es, glaube ich, auch an einem Stück durchgespielt. Aber ich glaube, ich habe die DLCs noch nicht gespielt. Also die kommen auf diesem Kanal auch auf jeden Fall. Wenn nicht sogar direkt danach. Naja. The Last of Us 2 werde ich erstmal nicht spielen, weil, seien wir mal ehrlich, YouTube ist ein bisschen überladen damit im Moment, ne?
Wenn man das so sagen kann. Also, da muss nicht jetzt noch irgendein, ich sag mal, kleiner Mini möchte gern Let's Player ein paar Videos zu raushauen. Vielleicht kommt es auch dieses Jahr gar nicht. Ich werde es vielleicht einfach nur in Ruhe zu Hause alleine durchdaddeln. Weil das, was ich gesehen habe, sah echt verdammt gut aus. Echt verdammt stimmig. Also wirklich. Ich bin echt gespannt und begeistert. Wie immer. So, mal hier rum. Und dann sind wir auch gleich da. Und können uns endlich wieder ins Bett legen. Oh, Joey. Ich hoffe mal, der Mann hatte keine Familie. Also es ist natürlich trotzdem schlimm, aber... mit Familie wäre es natürlich noch desaströser. Sagt man das so? Desaströser? So desaströs? Das Wort gibt's, oder? Das hört sich gerade so falsch an. Mann, Mann, Mann. Gut. Ab ins Bett. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta, 27. Juli 1951. Wer zum Teufel ist das? Achso. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt Villa nennen, aber es ist ein schönes... Ach komm schon. Ah, ich habe auch einen teuren An... Wo kommt das alles her? Hey Vito. Lang nicht gesehen. Oh. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Du fährst. Ich warne dich. Warum muss ich immer fahren? Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also... du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Aha. Du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Er hat doch einfach nur Schiss. Hast was gut bei mir. Ist das jetzt irgendwie eine Falle oder so? Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ja, ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Alter. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt... nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Taxifahren. Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke.
Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig, aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Entschuldigung. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine Falle? Oder könnte er vielleicht sein Auto mal wieder waschen? Oder kommt das jetzt durch uns? Ich glaube nicht. Ja, ist das eine Falle oder kann man ihm vertrauen? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach absolut keine Ahnung. Egal. Jungs, ich würde sagen... Entschuldigung, Jungs und Mädels. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, Leute, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.